Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Und Anouk ist auch dabei. Ich habe neulich einen total leckeren Mohn-Chia-Kuchen kreiert. Und dieses Rezept war so lecker, dass ich das jetzt sehr gern mit euch teilen möchte. Ich mache die Kuchen immer besonders groß, weil bei mir lieben alle diese Kuchen und der ist immer ganz schnell weggegessen. Wenn ihr natürlich nur einen kleinen Kuchen möchtet, nehmt ihr nur die Hälfte der Zutaten. Den Kuchen, den ich jetzt mache, der reicht locker für 4 Personen für 2 Mahlzeiten. Um den Kuchen herzustellen, benötigt man 3 Arbeitsschritte. Zuerst die Mohnmasse herstellen, danach den Teig und zum Schluss kommt auch noch ein Topping obendrauf. Jetzt zeige ich euch als erstes, wie man die leckere Mohnmasse herstellt. Da kommen zum einen 200 bis 250 Gramm Mohn rein, dann 6 bis 8 Bananen, ich nehme heute mal 8 Stück, einen halben Teelöffel Vanillepulver, zwei Esslöffel von diesem leckeren rohen Agavensaft. Ich benutze übrigens alle Zutaten in Bio- und Rohkostqualität. Dann noch 150 Gramm Chiasamen und 2 Handvoll Rosinen. Das sind ungefähr 80 Gramm. Und auch noch einen Schluck Wasser. Jetzt fange ich als erstes an, die Bananen in den Mixer reinzutun. Ich benutze den Vitamix dafür. Als nächstes schütte ich dann den Mohn hinzu. Dann noch einen halben Teelöffel Vanillepulver. Und 2 Esslöffel von dem rohen Agavensaft. Das Ganze wird jetzt erstmal mit einem Schluck Wasser gut durchgemixt. Lieber erstmal weniger Wasser nehmen und wenn es ist, noch ein bisschen Wasser nachschütten, weil das soll ja so fest wie möglich werden. Ich nehme jetzt mal so 300 Milliliter Wasser. Und das Ganze wird jetzt auf höchster Stufe gut durchgemixt. Das ist gut, immer noch mal runter zu drehen, den Mixer und wieder rauf. Und wenn es ist, kann man auch mit so einem Stößel oben das Ganze reindrücken. So, das Ganze schütte ich jetzt in eine große Schüssel. Und hier kommen jetzt die 150 Gramm Chiasamen hinzu. Die bewirken, dass das Ganze dann auch schön fest wird. Und die Rosinen schütte ich jetzt noch mit rein. Das Ganze wird jetzt schön verrührt. Und das Ganze lasse ich jetzt ungefähr 1 Stunde lang stehen, weil dann quellen die Chiasamen schön auf und das Ganze soll schön fest werden. Falls es bei euch noch nicht fest genug ist, dann noch mal ein paar Chiasamen hinzuschütten. Deswegen darf man auch nicht zu so viel Wasser reinschütten beim Mixen, weil das soll ganz fest werden. Juhu! So, und als nächstes kommt jetzt der Teig an die Reihe. An den Teig kommen 200 Gramm Mandeln, 6 getrocknete Feigen und 8 entsteinte Datteln. Das Ganze wird jetzt schön zerkleinert. Ich benutze dafür den Vitamix Trockenmixer. Kann man natürlich auch in einem Greenstar oder in einer anderen Küchenmaschine machen. Als allererstes zermahle ich ein paar Mandeln. Eine ganz kleine Handvoll, weil die kommen als erstes auf den Teller, wo der Kuchen drauf kommt, damit sich danach der Kuchen auch vom Teller löst und dann festkleben bleibt. Die zermahle ich jetzt erstmal schön fein. Das verteile ich jetzt hier gut auf den Teller. Als nächstes zermahle ich jetzt die Mandeln zusammen mit den Feigen und Datteln. Ich mache das auf zweimal. Fertig
fertig ist die Teigmasse. Hier schütte ich jetzt einen kleinen Schluck Wasser dran, damit er dann gut durchknetbar ist. Nicht zu viel. Und dann alles schön durchkneten. Und das Ganze wird jetzt hier schön auf dem Teller drauf gemacht. Am besten schon mal so in der Luft ein bisschen in Form bringen. Habe ich den Teig hier toll verteilt und jetzt warten wir noch, bis die Mohnmasse fest geworden ist. Ja, nun ist diese Mohnmasse ungefähr eine Stunde durchgezogen und die sollte jetzt relativ fest sein. Und das kommt jetzt auf den leckeren Boden drauf. Das Ganze wird jetzt noch schön in Form gestrichen. Ja, und nachdem ich das jetzt so schön verstrichen habe, werden wir jetzt den Kuchen noch ein bisschen schön verzieren. Ich benutze dafür ein paar Kokosstreusel, die werden jetzt hier drauf verteilt. Und danach kann man dann diesen Kuchen noch lecker mit irgendwelchen Früchten oder auch Blüten verzieren. Ich nehme jetzt mal Goji-Beeren her. So, und fertig ist der leckere Kuchen. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen kreativer sein und hier irgendein tolles Muster oder Mandala drauflegen oder den auch noch schön mit Blüten oder anderen Früchten dekorieren. Der kommt jetzt nochmal für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank und nachher freuen sich alle schon drauf, den lecker zu essen. Und am allerbesten schmecken diese Rohkostkuchen immer, finde ich, wenn sie über Nacht durchgezogen sind. Also wenn noch ein bisschen übrig bleibt, dann schmeckt der morgen umso besser. Oder ihr stellt ihn am besten gleich abends her, damit man den am nächsten Tag essen kann. Ich freue mich schon. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich mal auf meiner Webseite besuchen kommt. Und zwar hier. Pling! Oder besucht mich da auch mal auf Facebook oder YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.